Und da sind wir auch schon wieder zurück bei einem kleinen Update-Video im März 2021. Ich hab's noch geschafft. Muss man gerade das Headset leiser stellen, weil sonst höre ich mich zu laut. Ich habe es gerade noch so geschafft, das Update-Video diesen Monat rauszubringen. Das heißt, wir haben aktuell 16.16 Uhr. Ich nehme es jetzt auf und werde es gleich noch rendern und dann auch sogleich hochladen, sodass es gerade noch im Zeitrahmen ist. Ich bin also ein bisschen stolz bin ich durchaus auf mich, dass ich es noch geschafft habe. Trotz der Tatsache, dass im Augenblick, wie eigentlich immer, ja, irgendwie die Zeit abhanden zu kommen scheint. Was im Augenblick damit zu tun hat, dass ich sehr, sehr viel ausfüllen, beantworten, nachlesen, recherchieren und so weiter und so fort muss. Es ist ein Riesenwust an Dingen, die ja im sogenannten Real Life über mich herfallen und die mir einfach jede Zeit und jede Kraft im Augenblick aus den Knochen saugen. Es ist ganz furchtbar. Aber nichtsdestotrotz, ich werde heute deswegen auch ein bisschen knapper halten. Ich habe mir wieder ein paar Stichpunkte rausgeschrieben. Ein paar Dinge, auf die ich beim letzten Mal noch eingehen wollte, das werde ich diesmal auch nicht schaffen. Aber ich denke, ein knackiges Update passt dann ganz gut. Und nächsten Monat gucken wir dann mal, ob es dann ein bisschen besser läuft, wenn das Ganze aus den Füßen ist, wenn man alles erledigt hat. Zunächst, ich muss kurz mal hier rüber auf meine Liste gucken. Richtig, der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen, die Grafikkarte. Meine Grafikkarte war ja eine RTX 2060 Super 8 GB und die hat vor gewisser Zeit den Geist aufgegeben im Stream und ist immer wieder abgestürzt, komplett, es war nichts mehr möglich. Ich habe sie mittlerweile ja schon seit einem Monat habe ich sie zurückgeschickt und habe mittlerweile auch die Antwort bekommen, dass der Fehler tatsächlich festgestellt werden konnte, dass die Grafikkarte hinüber ist und dass der Hersteller dafür sorgen sollte, dass ich eine neue Grafikkarte bekomme. Aus mir nicht erfindlichen Gründen und naja gut, man kann das vielleicht jetzt ein bisschen nachvollziehen. Erstens Corona, zweitens hat dann doch eine ganze Weile ein Schiff festgesteckt in gewissen Ärmelkanälen, nicht im Ärmelkanal, im Suezkanal. Wenn ein Schiff im Ärmelkanal feststeckt, ich glaube, das würden wir merken. Das wäre ein sehr großes Schiff. Egal, lassen wir das. Jedenfalls gab es zwischenzeitlich einfach Probleme. Es ist noch nicht absehbar, wann die neue Grafikkarte kommt. Das hat durchaus einige Auswirkungen auf den Stream sowie auch auf YouTube, denn ich hatte ja immer wieder angekündigt, dass auch Conan Exiles als auf Siebter kommen sollte. Das Problem ist, die aktuelle Grafikkarte, die Ersatzgrafikkarte, die ich drin habe, die wird das nie im Leben schaffen. Das heißt, also ich habe es versucht, auch im Stream, keine Chance. Keine Chance, Aufnahme und Spiel gleichzeitig irgendwie hinzubekommen. Deswegen ist das jetzt erstmal verschoben, bis dann irgendwann mal die neue Grafikkarte eventuell wieder da ist. Die Sache ist die, ich habe auch mit meinem Händler dafür gesprochen. Und die Sache ist die, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich warte auf eine neue RTX 2060 Super oder ich bekomme eine Gutschrift über den Einkaufspreis von vor einem Jahr. Also mittlerweile sogar noch ein bisschen länger als von vor einem Jahr. Ich habe mir den Einkaufspreis der Grafikkarte damals angeschaut und wenn ich das heute bekommen würde, als Gutschrift quasi, könnte ich mir davon überhaupt nichts leisten. So leid es mir tut, die Preisentwicklung bei den Grafikkarten ist utopisch. Die Preisentwicklung ist absurd. Und wenn ich die Gutschrift bekommen würde, würde mir das überhaupt nichts bringen, weil ich mir davon nie im Leben eine neue Grafikkarte leisten könnte. Mal abgesehen davon, dass Grafikkarten im Augenblick sowieso relativ schwierig zu bekommen sind. Ich habe bei Amazon gesucht, ich habe überall gesucht. Überall sehe ich nur Lieferzeit 6 bis 8 Wochen oder Lieferzeit unbekannt. Egal worum es geht. Es sind ganz, ganz wenige Grafikkarten, die ich gerade noch gefunden habe, die in irgendeiner Form lieferbar wären. Aber das sind dann auch die 3080er für irgendwie 1.500 € oder noch was. Was ich für unwahrscheinlich halte. Sehr unwahrscheinlich. Insofern bleibt uns da aktuell nur, oder bleibt mir da aktuell nur, abwarten. Deswegen habe ich auch gesagt, ich warte, bis ich eine neue Grafikkarte bekomme, statt die Erstattung zu nehmen und dann weniger zurückzubekommen, als die Grafikkarte heute wert ist. Das wäre doof. Ja, insofern das zur Information vorab. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen ganz konkreten Dingen, die ich in diesem Update-Video auch wieder ansprechen will. Ich gucke wieder auf meine Liste. Wir kommen zum DSA-Block. Und zum DSA-Block wahrscheinlich, voraussichtlich zum letzten Mal erstmal im Rahmen unserer Update-Videos. Und da machen wir natürlich noch einmal die Musik an.
Sternenschweif, wer es regelmäßig guckt, weiß, dass Sternenschweif wahrscheinlich in Kürze vorbei sein wird. Wir sind gerade im letzten Dungeon in Thjolma unterwegs und haben im Prinzip alles im Spiel erledigt, haben so gut wie möglich alles angeschaut, versucht alle Quests mitzunehmen, alles mal gemacht zu haben. Ich bin immer noch sehr beeindruckt von Sternenschweif. Ich will ganz ehrlich sein, ich bin beeindruckt von der gesamten HD-Edition. Für mich persönlich immer noch, jetzt nachdem ich beide dann quasi durchgespielt habe, richtig, richtig gute Spiele. Natürlich hat jeder andere Ansprüche, natürlich hat jeder vielleicht auch andere Ideen, wie man sowas umsetzen könnte oder was man für solche Rollenspiele haben möchte, aber für mich persönlich wirklich richtig gute Spiele. Und ich kann sie nur jedem ans Herz legen, der die Nordland-Trilogie geliebt hat, der DSA mag und der einfach Spaß an solchen Spielen hat. Beide Spiele haben mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich bin absolut sicher, dass ich sie genauso wie die klassische Version definitiv nochmal spielen werde bei Zeiten. Insofern, ich bereue nichts, überhaupt nichts. Wenn ich da zurückdenke an Book of Heroes, ja, dann wünsche ich mir doch lieber so ein Spiel als ein Book of Heroes. Egal, so viel dazu. Wir haben noch eine Reisefolge mindestens vor uns, denn wir wollen ja noch ein paar Wege erkunden. Da gibt es ja auch immer wieder schöne Begegnungen auf den Wegen, die ungewöhnlich sind. Das haben wir, also wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber wir sind in den letzten Zügen von Sternenschweif quasi. Dann haben wir alle Spiele der DSA-Reihe für den Computer durch. Grundsätzlich. Das heißt, es ist dann nichts mehr da leider an Computerspielen, bis mal wieder irgendwann was rauskommt. Deswegen sage ich auch vorerst der letzte DSA-Block, weil mit Sicherheit irgendwann noch einmal, ja, hoffentlich ein DSA-Spiel rauskommt. Ein Rollenspiel hoffentlich. Ein gutes Rollenspiel. Ich hoffe ja auch immer noch auf Schatten über Riva in der HD-Version, auch wenn das immer noch sehr unwahrscheinlich ist. Theoretisch hätten wir in Sachen DSA immer noch eine Mod offen, und zwar von den Machern der Mod Das Auge der Göttin. Und diese Mod nennt sich Kaltensteins Schatten und ist eine Mod für Drakensang Filiassons Geheimnis. Ich habe da auch schon eine ganze Weile dran rumgebastelt, aber ich habe es nicht geschafft, die Mod zum Laufen zu kriegen. Da gab es immer wieder Fehlermeldungen und so weiter, und ich glaube oder ich befürchte, ich muss dafür eine neue Speicherung anfangen, um dann direkt mit der Mod zu starten quasi. Die kann man nicht rückwirkend installieren. Insofern fehlt mir gerade die Zeit dafür, das alles jetzt wieder einzurichten und erstmal wieder bis an den Punkt zu spielen, um das dann auch hinzubekommen. Ich versuche das irgendwie im Laufe der Zeit zu machen, damit wir uns die Mod auch noch angucken können, denn Das Auge der Göttin war schon beeindruckend und ich gehe davon aus, dass Kaltensteins Schatten ebenso eine sehr, sehr gute Mod sein wird. Diese Mod würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen, ich kann nur nicht genau sagen, wann. Sie kommt, wenn sie kommt. Wenn ich es zustande gebracht habe. Wenn ich Zeit gefunden habe, das bis dahin wieder zu spielen. Gut, das dauert also noch ein bisschen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben die Spiele soweit durch und wir warten auf jeden Fall auf die neuen Spiele, die noch kommen könnten, und werden dann auf jeden Fall auch wieder mit dem DSA-Block hier sein. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Und ansonsten haben wir noch ein paar andere Sachen, die tatsächlich noch in der Schublade liegen und darauf warten, hervorgekramt zu werden. Unter anderem eines davon ist nämlich nach Sternenschweif. Wenn Sternenschweif also rum ist, um 18 Uhr. Der 18 Uhr-Block, der ja täglich kommt, täglich 18 Uhr eine Folge und alle zwei Tage um 20 Uhr eine Folge. Also von jeweils einem Spiel. Der 18 Uhr-Block wird dann belegt werden tatsächlich von Dragon Age. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, das habe ich so lange nicht mehr gespielt und ich will es mal wieder einmal richtig durchspielen, von Anfang bis Ende mit allen Entscheidungen und drum und dran. Und dann ist ja auch noch Dragon Age 4 irgendwann, ne? Habe ich ja letztes Mal schon angekündigt, das heißt, wir werden dann versuchen von 1 bis 4 quasi alle durchzuspielen, nacheinander. Wir fangen natürlich an mit Dragon Age Origins, arbeiten uns zu Dragon Age 2 vor, dann Inquisition und bis dahin müsste dann eigentlich auch schon Dragon Age 4 vielleicht in den Startlöchern stehen. Wir brauchen ja dann doch immer auch ein bisschen länger für unsere Let's Plays. Ja, ein bisschen ausführlicher das Ganze. Pillars of Eternity wird auch nicht mehr so lange laufen. Da sind wir auch gerade, naja, ich schätze mal so vielleicht noch 10, 15 Folgen so um den Dreh. Wäre jetzt so meine grobe Schätzung. Da sind wir auch gerade auf mit 7 Meilenstiefeln unterwegs in Richtung Ziel. Das Problem ist, Pathfinder Wrath of the Righteous ist angekündigt für Sommer 2021. Jetzt kann Sommer alles sein. Es kann irgendwann im August sein. Ich weiß es nicht. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich, sobald Pillars of Eternity 2 durch ist, noch irgendwie ein kurzes Schmankerl suchen
Ein Spiel, das jetzt vielleicht nicht 80 oder 120 Stunden geht, sondern das vielleicht irgendwie 10 oder 15 Stunden ist, dass man so zwischendrin reinschieben kann mal. Dass wir einfach den Platz auch weiter besetzen. Da habe ich schon ein paar Dinge im Blick, die man eventuell machen könnte, abends um 20 Uhr. Normalerweise wäre ja Mass Effect auch mit dran, aber Mass Effect würde ich gerne erst anfangen, wenn die Legendary Edition davon draußen ist. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich habe nämlich letztens erst gehört, Mass Effect Legendary Edition, nämlich die Remastered quasi, die ist aber auf den 15. Mai verschoben worden. Also noch 6 Wochen. Sobald aber Mass Effect Legendary Edition draußen ist, werden wir uns abends um 20 Uhr dann auch Mass Effect widmen. Das würden wir dann immer im Wechsel machen mit Pathfinder Wrath of the Righteous. So dass wir dann im Prinzip 3 Let's Plays haben. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Da bin ich noch nicht so überzeugt von. Wir gucken mal, wie das mit der Zeit ist, wie sich das entwickelt. Aber theoretisch müsste es eigentlich hinkommen. Zwischendrin kann es auch immer mal wieder sein, dass ich so Sachen reinschmeiße, die ich dann aber schon komplett aufgenommen habe. Das habe ich ja schon mal gemacht, dass ich einfach weiß, da fallen dann keine Folgen aus, weil es ist quasi schon aufgenommen, es ist ein kleines Projekt, das ich dann nach und nach in Ruhe hochladen kann. Ich glaube, sowas kann auch immer mal wieder passieren, je nachdem. Aber wie gesagt, das Erste ist jetzt erstmal das Wichtigste quasi, die Zeit wiederfinden. Oder tatsächlich auch so ein bisschen die Ruhe, ne? Weil Let's Plays kannst du halt nicht, da kannst du dich nicht hinsetzen und sagen, so, ich muss aber jetzt mal schnell was abarbeiten. Das ist scheiße. Das ist schlecht, da habe ich auch keine Lust drauf. Da ist es mir dann lieber, wenn ich mich auch in Ruhe hinsetzen kann und weiß, so, ich kann jetzt mal 2-3 Stündchen aufnehmen und ganz in Ruhe spielen. Als dass ich da immer dann so ein bisschen Zeitdruck im Nacken habe und weiß, eigentlich müsste ich was anderes machen. Das ist halt immer so ein bisschen doof. Aber gut, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Es kommt nach Sternenschweife um 18 Uhr Dragon Age. Nach Pillars kommt ein kleines Schmankerl, das muss ich mir noch suchen, das etwas kürzer geht, bis wir zu Path of the Righteous dann kommen. Und zwischendrin, beziehungsweise im Wechsel mit Path of the Righteous, wird dann ab dem 15. Mai wahrscheinlich die Mass Effect Legendary Edition dazukommen. Das ist der Plan für die Zukunft. So. Habe ich jetzt alles? Ich habe alles, glaube ich, genannt. Sehr gut. Jetzt kommen noch kurze Informationen zum Stream. Wir haben ja immer unseren Stream samstags um 14 Uhr, sonntags um 14 Uhr und dienstags um 20 Uhr. Auch da haben wir aktuell oder habe ich aktuell das Problem, dass die Grafikkarte eben bei vielen nicht mitspielt, sodass wir diverse Dinge pausieren mussten. Unter anderem Conan Exiles, unter anderem Assassin's Creed und auch Jurassic World Evolution. Also diese 3 Spiele laufen im Augenblick nicht, was eben einfach an der Grafikkarte liegt. Auch im Stream spiele ich gerade eher die Spiele, die keine große Grafikleistung verlangen. Und ich bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass wir Anduril gefunden haben für uns. Die Skyrim Total Conversion. Und wer noch immer nicht da reingeschaut hat, den empfehle ich jetzt, Anduril mal anzugucken. Auf Steam. Einfach suchen. Enderal. Ja, dort werdet ihr alles finden, was ihr braucht. Ich bin, nachdem wir jetzt doch mehrere Tage der Hauptstory gefolgt sind, bin ich total geflasht von allem. Das Spiel ist immer noch, ich kann das nicht begreifen, dass das eine kostenlose Mod ist. Eine kostenlose Total Conversion Mod, die im Prinzip ein ganz neues Spiel draus macht. Ja, wir konzentrieren uns auf Anduril und samstags spielen wir aktuell Surviving Mars. Auch ein Spiel, das mich sehr in seinen Bann gezogen hat. Ich bin sehr glücklich, dass wir das gefunden haben. Es macht unfassbar viel Spaß und wir werden das wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile spielen. Was habe ich noch? Achso, nach Anduril. Anduril wird ja irgendwann auch vorbei sein. Auch wenn das mit Sicherheit noch viele Wochen dauern wird, weil wir haben noch extrem viel zu erkunden. Ich glaube, mindestens 2/3 der Insel haben wir noch nicht erkundet. Da fehlt noch einiges. Aber wenn es irgendwann mal vorbei ist, dann werden wir uns im Stream auch Nerim widmen. Der Vorgeschichte von Anduril. Nerim wiederum ist eine Total Conversion von Oblivion. Und spielt im gleichen Universum. Ist quasi dann die Vorgeschichte von Anduril. Es ist ja tatsächlich so aufgebaut, dass mit Arkvent, Nerim und Anduril als Mods zu Morrowind, Oblivion und Skyrim quasi eine Separatgeschichte erzählt wird. Eine eigene Geschichte. Rund um dieses Universum von Vyn. Also der Aufwand, der da betrieben wurde und das Ausmaß dessen, was es da zu sehen und zu erleben gibt, ist einfach beachtlich. Und deswegen, ich bin sehr gespannt auch auf Nerim, die Total Conversion für Oblivion. Auch das werden wir im Stream spielen.
Darüber hinaus habe ich noch ein paar Spiele auf meine Liste gesetzt, die ich gerne zwischenzeitlich irgendwann mal im Stream einfach mal ausprobieren würde. Ich weiß nicht genau wann, das kann ich nicht genau sagen. Das wird wahrscheinlich relativ kurzfristig sein, wenn ich dann irgendwann Mittwoch sage, so, wir können mal gucken. Oder abends irgendwann. Das wäre unter anderem Northgard. Das habe ich schon bei der guten Gina Melanie gesehen und beim Collins, die das vor einer Weile schon gespielt haben. Bin aber jetzt gerade erst selber für mich so ein bisschen drauf gestoßen. Und Regions of Ruin. Ein Spiel, das sehr seltsam aussieht, aber irgendwie seinen Charme hat. Auch das würde ich gerne mal im Stream ausprobieren. Dazu kommt noch der Cultist Simulator, den ich eigentlich schon Ewigkeiten machen wollte oder spielen wollte, aber mir immer gesagt habe, ich lasse das für den Stream. Oder als Let's Play vielleicht. Wobei als Let's Play kann ich es mir eher schwer vorstellen, weil da müssen viele Entscheidungen getroffen werden und das mache ich gerne zusammen mit dem Chat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das sind also so ein bisschen der Ausblick darauf, was eventuell ja in Kürze noch kommen könnte. Das sind auch alles so Spiele, die man problemlos ohne High-End-Grafikkarte spielen kann und gleichzeitig übertragen kann oder aufnehmen kann, sodass ich mich im Augenblick tatsächlich so ein ganz kleines bisschen daran orientiere, was kann ich denn überhaupt machen und was läuft mit der Grafikkarte, weil ich nicht weiß, wie lange das noch dauert. Und jetzt hat es geklingelt, einen kleinen Augenblick. So, da bin ich wieder, meine Güte. Ja, ich habe ja schon in Sternschweif gesagt, in letzter Zeit ist hier die Hölle los. Ich habe mittags keine Zeit mehr oder keine Möglichkeit mehr in Ruhe irgendwas zu machen, weil hier immer irgendwas ist. Egal, lassen wir das. Ich glaube aber, ich bin jetzt tatsächlich auch auf alles eingegangen, was ich sagen wollte. Insofern habe ich ja gesagt, ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten, unter 20 Minuten, das schaffen wir auch. Denn ich gehe jetzt zu den Danksagungen über und da sind heute wieder ein Name mehr dazu gekommen. In diesem Sinne, wie gesagt, alles was wir so hinbekommen, die ganzen neuen Spiele, Mass Effect, so, und weil jetzt mitten während dem Vorlesen der Namen schon wieder die Tür geklingelt hat, lese ich sie nochmal von vorne vor, weil es wirklich jeder verdient hat, darauf auch genannt zu werden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Moorgeist, Naschpanda, Ratzenfratz, Andy Stein und Lady Delin, Elfwin, Kiryari, Hitzne, Savores, Fenriswolf 1981, Mega Mr. Miro, Rowan Rodeberg, der Roman der Nebu, die Rote Zora Sanara, der Dennis Krämer, der Collins 1403 und der Kelas Reh. Willkommen bei den verrückten Kelas. So, und jetzt schalte ich wieder zurück zum anderen Video. Vielen Dank nochmal an euch. Dankeschön für alles. Die Liste wird zu lang. Ich muss die vielleicht mal hier an der Seite nochmal etwas deutlicher aufzeichnen und dann wirklich runterlesen, sonst komme ich da schnell durcheinander, wenn ich immer so hin und her gucke. Ich versuche ja immer in die Kamera zu gucken, weil ich direkt mit dir sprechen möchte. Dann wirkt das immer so komisch, wenn ich sage, ja, vielen Dank an so und so und so und so und so und so. Weil ich möchte ja sagen, vielen Dank an dich. An dich persönlich. Vielen Dank. Ja. Sollte ich jemanden vergessen haben? Aber nein, ich glaube nicht. Alles gut. So. Und jetzt haben wir 18 Minuten, 22, 23, 24. Komm, ich beeile mich ein bisschen und sage an der Stelle noch die Streamzeiten. Habe ich ja eben schon erwähnt. Dienstags 20 Uhr, samstags 14 Uhr, sonntags 14 Uhr. Aktuell dienstags 20 Uhr mit Enderal, samstags 14 Uhr mit Surviving Mars und sonntags 14 Uhr ebenfalls mit Enderal, wo wir uns dann immer so ein bisschen Zeit nehmen, um die Welt zu erkunden. Das gefällt mir auch immer ganz gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und würde mich auch freuen, wenn ihr mit bei Dragon Age dabei seid, ebenso wie bei den ganzen anderen Projekten, die eventuell noch anstehen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder sonst irgendwas habt, einfach immer raus damit. Ihr könnt mich auch im Discord erreichen, da einfach den Link zum Discord rübernehmen und dann einfach anschreiben. Das geht für gewöhnlich ganz problemlos. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Dabeisein und vielen Dank nochmal für den ganzen Support. Sei es nun durch Patreon oder durch Twitch oder einfach nur durchs Dabeisein und Kommentieren. Durch die lieben Worte, die mittlerweile so häufig reinkommen, durch das Mitfiebern bei den Let's Plays, durch all das, was das Ganze so schön macht, was das Gefühl gibt, Spiele einfach zusammenzuspielen. Vielen Dank dafür. Kommt gut durch den kommenden Monat, lasst euch nicht stressen, lasst euch nicht ärgern. Ich gucke gerade, wir schaffen die 20 Minuten. Alles Gute und wir sehen uns spätestens Ende April wieder zum nächsten Update-Video. Bis dahin habe ich dann vielleicht neue Informationen zum Thema Grafikkarte.
einen schönen Monat euch und wir lesen, hören oder sehen uns auf den verschiedenen Kanälen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich hab's geschafft!